Erfolgreiches Wochenende für die Damen des TC Blau-Weiß. Das 2:2 und ein wichtiger Punkt gegen den Mariendorfer HC reichen für den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga. Das ist für uns super wichtig. Wir sind ja letztes Jahr erst aufgestiegen und haben uns hier den vierten Platz wirklich richtig hart erkämpft. Das letzte Spiel der Saison ist hart umkämpft. Immerhin geht es auch für die Gäste aus Mariendorf in Gelb um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Blau-Weiß dann aber mit dem besseren Start. Marlene Krugel trifft in der 8. Minute zum 1:0. Ein erster Befreiungsschlag, denn immerhin muss mindestens ein Unentschieden her, um aus eigener Kraft die Klasse zu halten. Svenja Liebig erhöht dann mit dieser Ecke in der 24. Minute auf 2:0. Aber sicher sind die drei Punkte noch nicht, denn in der zweiten Halbzeit drehen die Mariendorferinnen auf. Erst Tamara Austermann mit dem Anschluss zum 2:1 in der 34. Minute, dann Kapitänin Lisa Jeschke mit dem Last-Minute-Treffer zum 2:2. Das ist bei uns jetzt die ganze Saison, hat sich das so durchgezogen, dass wir quasi in der zweiten Hälfte ein bisschen eingebrochen sind. Es war uns auch bewusst, dass es wahrscheinlich heute wieder kommen würde, aber dafür, dass wir jetzt, dass es nochmal um alles ging, haben wir das gut gemacht. 2:2 der Endstand bedeutet Punkteteilung in der Semmeringhalle. Doppelter Grund zur Freude, denn somit bleibt nicht nur TC Blau-Weiß erstklassig, sondern auch die Damen des Mariendorfer HC. Wir sind so unfassbar glücklich, weil es wirklich ein hart erkämpftes Unentschieden war, aber ich glaube, am Ende auch ein verdientes Unentschieden. Blau-Weiß hält die Klasse als Aufsteiger und kann mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung für die kommende Feldsaison gehen. Für uns ist es auch gerade nach dem Abstieg vom Feld einfach ein richtiger Push und auch was wir mitnehmen in die Feldsaison, um da auch noch mal vorne anzugreifen und diesen Schwung einfach mitzunehmen. Am Ende Platz 4 und 5 für den TC Blau-Weiß und Mariendorfer HC, die sich beide hier in der Halle noch verdient für ihr erfolgreiches Wochenende feiern lassen.